Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Train Sim World 5. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir befinden uns hier in Frankfurt am Main Süd und wir fahren heute mit der Quietschi, mit der Baureihe 425, die wir ja kennen aus Bremen. Und da es ja nur eine einzige Fahrt gibt, habe ich mir gedacht, ach, nehmen wir so einfach mal mit auf. Ne? Also für diejenigen, die gerne Quietschi fahren wollen, es gibt nur eine Tour. Ja, es gibt wirklich nur eine Tour. Scheint was ganz Besonderes zu sein. Und zwar der RE59 nach Hanau Hauptbahnhof. Der, glaube ich, vom Flughafen kommt oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das hier unser Zug. Ne? Ich kann ja mal gucken, was da drüben noch fährt. Moment, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Der steht hier nämlich schon. Mich gerade Kollege gebracht. 1324. RE50. Ja. RE50 nach Fulda. Und da drüben halt die S-Bahn. Naja. Ja, Kollege hat schon mal den Zug hier hingebracht. Hier ist noch ein bisschen Aufenthalt. Und er hat auch schon den Zug verlassen. Deswegen übernehmen wir ihn jetzt auch hier. Und ich würde sagen, steigen wir mal ein, ne? Da drüben kommt die 114 reingeschlichen. Und, ja. Gucken wir uns mal das hier von innen an. Ja. Monitore Kini irgendwie nicht. Vielleicht liegt es auch daran, weil noch kein Ziel aktiv ist. Ja, das einzige Manko bei TSW, ja, wo ich mir wünsche, dass es halt, ja, nicht nur diese zentrale Öffnung gibt, sondern auch halt diese Freigabe, weil normalerweise dürfte es ja gar nicht grün leuchten hier, ne? Aber egal. Aber wir haben jetzt ein Ziel bekommen. Wow, Uhrzeit und, ach, egal. Gehen wir mal nach vorne. So. Guten Tag. So. Wir fahren den RE59 von Frankfurt Main Flughafen Fernbahnhof nach Hanau Hauptbahnhof. Ja, da wir ja Flughafen Fernbahnhof nicht haben, startet er dementsprechend halt von Frankfurt Süd. Und wie gesagt, diese Fahrt findet nur einmalig statt, ist auch die einzige Fahrt, die man hier mit der Quietschi machen kann. Der Rest ist alles KI. So, dann gehen wir mal erstmal hier Führerstand aktivieren. So. Türen. Hm, zu viel gedrückt. Schmutz. Schmutz. Nee. So. Nochmal Türen freigeben hier. So. RE59 nach Hanau Hauptbahnhof. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was in der Realität hier fährt. Mich wundert auch ehrlich gesagt, dass es nur eine einzige Fahrt gibt mit der Quietschi auf den RE59. Das wundert mich auch ein bisschen. Aber ja gut, ne? Ist halt so. So, das stellen wir noch auf dunkel. Und dann sind wir eigentlich abfahrbereit. Ne? Das ist ja auch noch auf dunkel. Das ist. Ja, das. Ja, das ist. Diesen Bug haben sie halt leider nie behoben. Leider Gottes. Der wurde nie behoben. Naja. Was soll's. Bei so. Ach, ich lass einfach so, ist egal. Das ist halt ein bisschen schade. Ne? Gut, das müsste RTSG fixen und ach. So. RE 58 nach Frankfurt, mein Hauptbahnhof, den können wir ebenfalls nicht fahren, aber wir könnten als Fahrgast mitfahren, aber halt selber nicht mitfahren, sonst könnte man den ja im Fahrplan mit auswählen, ne? Aber das finde ich ehrlich gesagt nicht so tragisch, denn bald kommt ja noch eine weitere deutsche Strecke raus, wo man viel Quietschi fahren kann, wobei die Quietschi hier jetzt auch nicht so besonders geil ist im TSW, muss ich ehrlich gesagt sagen, also ne, aber gut, wir können mal gucken, Zielanzeige funktioniert ja Offenbach, dann Hanau, ne,
eine schöne kleine Runde hier. Ne? So für zwischendurch einen kleinen Quickie hier in TSW. Ne? So, dann setzen wir uns mal hin, schließen die Türen und fahren ab. So, erstmal Handy auf stumm gestellt. Furchtbar. Immer die Leute mit den Handys. Federspeicherbremse ist gelöst. Sehr gut. Fahrtrichtungslicht. Jetzt stimmt so ganz nett. Warum der Kollege hier unbedingt. Aber egal. So, dann befreien wir uns noch. Und quittieren auch gleich die 80. Und Magnet fehlt. Naja. Solange er nicht. Solange er hier kein 1000 Hertz auslöst, ist alles gut. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen die zugestiegenen Reisenden auf dem RE 59 nach Hanau Hauptbahnhof über Offenbach. Nächster Halt, Offenbach Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. So. Ja, an sich, ja, was soll ich sagen zu TSW 5 und zur Strecke? Also ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung. Gut, die Grafik sieht noch ein bisschen komisch aus bei mir, ja. Wird sich sowieso bald umändern. Wenn Lacquer da wieder seine Grafik-Settings veröffentlicht, dann sieht die Grafik deutlich sympathischer aus. Ja, aber sonst, muss ich ehrlich sagen, finde ich es ziemlich nice. Auch die Strecke. Also, das ist wirklich eine super Strecke. Gut, München-Salzburg war auch eine super Strecke, eine super deutsche Strecke, ja. Aber irgendwie feiere ich Frankfurt-Fulda mehr als München-Salzburg. Allgemein feiere ich gerade diese Strecke deutlich mehr als die anderen deutschen Strecken. Weil mir gefällt es. Ja, mir gefällt es einfach. Ich habe richtig Bock drauf, ich habe richtig Spaß hier drauf zu fahren. Deswegen gibt es auch so viele Videos irgendwie. Und ja, mir macht es richtig Laune. Ne? Und was mir gerade sehr gut gefällt, sind halt auch die Zugfahrten, die hier möglich sind. Ne? Wie zum Beispiel mit RE50, RB51, dass du halt hin und her fahren kannst, bis du verreckst vom Rechner. Ja, ohne dass eine dämliche KI den Zug wegnimmt. Ja, zwei sympathische Linien oder sogar noch mehr Linien, wo man wirklich hin und her pendeln kann und das finde ich sympathisch. Und das liebe ich einfach an TSW, dass man halt hin und her fahren kann. KI-Verkehr, hin und her fahren, man muss sich extra ein Szenario erstellen. Und hast du nicht gesehen, das gefällt mir einfach. Und die Strecke hier gefällt mir auch sehr gut. Also von der Gestaltung her und alles finde ich top. Ne? Also ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht so viel großartig rummeckern. Das Einzige, was ich an Kritik habe, ist manchmal die Performance. Zumindest, wenn ich an einer Station stehe und hier oben im HUD-Menü kommt dann der nächste Befehl. Also, noch steht hier an einem Ort anhalten, ne? Aber wenn dann steht Türen schließen, dann kommt dieses Bing, dieser Bing-Sound. Dann habe ich einen kurzen Freeze, sagen wir es mal so. Und das ist irgendwie ein bisschen nervig, ne? Mag ich nicht. War sonst top. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt noch, ist die Abwechslung der Güterzüge. Weil ich habe, glaube ich, bis jetzt nur Kesselgüterzüge gesehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Frankfurt sich nur Kesselgüterzüge leisten kann. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, ne? Aber gut. Nächster Halt. Offenbach Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Ja, auf die Seitenmarkierung achte ich sowieso da oben nie. Ich halte einfach so, wie es mir gefällt. Sagen wir es mal so. So wie auch in jeder anderen TF so. Weil ein TF hat in der Realität auch nicht irgend so eine komische Markierung, wo er anhalten muss. Gut, dafür hat er die Harttafeln, aber nicht an jeder Station ist eine Harttafel. Und außerdem gibt es auch Stationen, da sind die Harttafeln ziemlich bescheiden, weil die halt noch von früher sind.
von der Setzung her. So, da kommt ein Intercity, natürlich in Sandwich, weil wir haben ja hier nur den 101er Intercity Servus von DTG und nicht den von Trainsim Germany. Die Expertline, die ist wie gesagt nicht dabei, deswegen habt ihr jetzt auch nur den Sandwich gesehen. Vielleicht gibt es da irgendwann ein Update oder so, ich weiß es nicht. Da müssen wir mal gucken, ne, was die Zukunft so bringt. Ja, ne. Offenbach. Schön, schön, schön. Sieht die fast die Nase herunterkommen. Die kommen aus wie Schöneweg bei mir, ey. Naja. Ja. Ah, guck mal da hinten. Nee, die habe ich schon heile gemacht, ne. Die hatte ich glaube schon mal entdeckt. Ah, Mist. So, alle in ihn stiegen, sehr schön. Ja, vorausgesetzt ist natürlich, ihr habt natürlich auch die Strecke. Bremen-Oldenburg. Und dann habt ihr auch die Quietschi. Habt ihr es gerade gemerkt, diesen kurzen Freeze? Das meine ich nämlich. Vielleicht wird es ja noch gefixt, ich weiß ja nicht. Noch ist ja noch nicht die Vollversion draußen. Ist ja quasi die Early Access-Version für alle Vorbesteller. Kann sein, dass da noch was gemacht wird. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall braucht ihr, glaube ich, die Bremen-Oldenburg-Strecke. Damit ihr auf jeden Fall die Quietschi dabei habt, ne? Wobei, ihr könnt auch die Quietschi ganz rausstreichen lassen, wenn ihr zum Beispiel auch die Quietschi besitzen tut und ihr sagt, ach nee, die Scheiße. Dann könnt ihr es auch in TSW rausballern, ne? Das ist ja auch so eine neue Option, wo man extra DLCs rausnehmen kann, die halt nicht auf der Strecke unterwegs sind. Aber naja, ganz ehrlich, wer macht denn sowas? Ich nicht. Wär doch schade, wenn ich diverse Fahrzeuge rausschmeißen würde. Dann hätte ich ja noch weniger KI-Vielfalt. Das wäre ja irgendwie, ne? Also weiß ja nicht. So, Servus an die S8 oder S9 oder S2. Auf jeden Fall irgendein Zug. So, normalerweise hätte jetzt hier schon die PCB rummeckern müssen mit bim, 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 weil wir zu schnell wären. Weil die Quietschi schafft ja nur 140 Sachen. Und mit LCB 160. Aber das ist leider so ein Ding, das hat man irgendwie auch nie gefixt und richtig gemacht. Ja. Hier haben wir den Güterzug. Aber wie gesagt, nur Kesselwagen. Ich glaube, ich habe auch nur Kesselwagen-Güterzüge gesehen. Ich kann mich auch irren. Ne? Aber es fehlt irgendwie die Vielfalt an Güterwagen, finde ich. Naja. Vielleicht gibt es hier irgendwann so ein Güterpaket-DLC. Trainsim World 5 Güterpack-DLC. Oder Güter Volume 1. Wo einfach Haufen verschiedene Güterwagen dabei sind, die wir sonst noch gar nicht haben, TSW. Da gibt es auch so einige in Deutschland, ne, die wir noch nicht haben, ne? Und dann halt haufenweise Güterzüge, Güterwagen, ne? Und dann halt die entsprechende Lok dazu. Aber die Lok brauchst du eher halt ein Güterwagenpaket. Und wenn du die Lok dann auch noch hast, dann noch extra Fahrpläne für die jeweilige Strecke. Ne? Weil in der Realität gibt es auch viel Güterverkehr. Aber das wäre auch so ein sympathisches Ding, das würde ich mir auch kaufen. So ein Güterwagenpaket, ne? Wo extra Fahrpläne drin sind, mehr Vielfalt, mehr Güterzüge in der Abstellung und hast es nicht gesehen. Auf dem Rangierbahnhof zum Beispiel. Da würde ich auch, das würde ich mir auch kaufen wollen, ne? Sag ich ganz ehrlich. Also muss halt nur jemanden geben, der sowas macht, ne? Train Team Berlin. Aber die sind eher nur im Train Simulator. Wenn man sich vorstellen würde, Virtual Tracks, Train Team Berlin und Virtual Railroads würden auf einmal sagen, jo, wir erweitern uns und machen jetzt nicht nur Train Simulator Content, sondern auch TSW Content. Was meint er, was das für eine geile Sache wäre? Ja? TTB mit den ganzen Wagen, ja,
und Virtual Tracks dann schön mit Berlin-Leipzig oder die Berliner S-Bahn. Das wäre doch mal Hammer, oder? Also, ich würde es mir wünschen. Das wäre schon eine geile Sache. Und im TSW musst du dich nicht rumschlagen mit irgendwelchen Temp-Dumps. Ne? Das ist auch noch so ein kleiner Vorteil. Naja. Vielleicht wird es ja irgendwann mal. Weiß man nicht. Das weiß man nicht. Was die Zukunft so bringt. Aber wäre schon cool, ne? Hundertzehn. Ganz entspannt. Gehen wir hier runter. Also wie gesagt, mir gefällt die Strecke. Also ich weiß nicht, was eure Meinung ist. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ja, das ist real und das ist real, ja. Kann ich jetzt nicht. Aber was ich sagen kann, ist, dass es mir gefällt. Und das ist halt meine persönliche Meinung. Ne? Gut, es gibt Leute, denen gefällt die Strecke jetzt überhaupt nicht. Ja. Aber das ist halt Geschmackssache. Ne? Das ist genauso wie mit TSW und TS. Es gibt viele, die mögen TSW überhaupt nicht. Und dann gibt es Leute wie mich, die lieben halt TSW. Ja, ist halt so, ne? Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze Hanau Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Im Namen der Deutschen Bahn, DB Regio, verabschieden wir uns von Ihnen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Sie haben Anschlussmöglichkeiten zum Regionalverkehr sowie zum Fernverkehr. Der Ausstieg in Hanau Hauptbahnhof befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Bei Safe wieder links ist, aber man kennt's. So, 60 Wiederholer. Quittieren wir trotzdem, muss man ja. Egal, ob es ein Wiederholer ist. 60 Langsamfahrt halt erwarten. La 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 la. Ich mag Züge. Ach, ich bin wieder am Durchdrehen. Ach ja, da hinten ist ja auch ein Güterzug. Ja gut, der hat wieder andere Wagen, ne? Ja, vergesst, was ich einfach gesagt habe, weißt du? Pff. Oh Mann. Nüscht kann der Typ. Immerhin hat er die richtige Seite zum Ausstieg gesagt. Mit der Kektron. Servus. Ist auch wie ein Virus, die wurden die Vectron, ne? Gefühlt überall Vectron. Das ist die Zukunft. Hör auf zu meckern. Bitte nicht einsteigen. Genau diesen Freeze meine ich, ne? Also, das ist manchmal echt so nervig. Ich habe keine Ahnung, wieso. Federspeicherbremse. So. Das. Ja, eigentlich aus, aber egal. So, Rolle runter. Türen verriegeln. Ah, Leute. Jetzt, wo ich abgerüstet habe, weißt du. Schmanz. So, Auswertung. Chaka. So. Ja. Wir haben 3802 Punkte. Warum wir jetzt keine Medaillen bekommen, ne, was ihr jetzt in den letzten Folgen gesehen habt,
Liegt einfach daran, ich bin nicht mit dem Dovetail-Konto da angemeldet. Das funktioniert, den glaube ich, auch noch nicht. Und ich glaube, das geht erst in der finalen Version. Lass mal gucken. Oder es liegt halt wirklich daran, dass ich halt nicht eingeloggt bin. Deswegen also nicht wundern. Zum freien Spiel zurückkehren. So, Türen sind verriegelt. Ich frage mich aber trotzdem, was macht dieser Zug jetzt? Ja, bitte nicht einsteigen um 13:42. Aber da ist auch nochmal RE59 nach Frankfurt Main Süd. Warum gibt es denn nur einen Fahrplan oder fährt da sonst DOS-DOS? Das kann sein, ne? Auf jeden Fall ist hier Endstation, liebe Leute. Naja. Ja, zumindest fährt er quasi um 14:21 wieder. Wir können mal versuchen, auf der anderen Seite einzusteigen. Aber an sich ist Schluss. Und ja, wir sind wieder in Hanau, ne? Da, wo wir letztens schon so oft waren. Ne, ich kann mich nicht hinsetzen. Das ist ein reiner KI-Zug jetzt geworden. Naja, der wird dann irgendwo zur Abstellung gehen und. Warum? Ja, du bist ein Kerl, Alter. Du. Warum? Erzähl mir mal, warum? Ne? Ach, geh weiter. Naja. Naja. So, liebe Leute, das soll's aber auch schon gewesen sein. Wollte ich noch irgendwas zeigen? Ach ja, wir gehen nochmal ins Hauptmenü zurück. Hauptmenü. Ja. Dann kann ich euch das nochmal zeigen, was ich meine. Ich muss mal den Sound leiser machen. Das ist viel zu laut, die Musik, ne? Weil ich es laut eingestellt habe. Aber ohne Scheiß, dieser Sound von TSW5 ist übelst geil. Liebe ich irgendwie. Finde ich irgendwie richtig sympathisch, ne? Ja, wie gesagt, hier ist die 25 und da habt ihr. Ach, hier steht die Mitte. Ach, Silber oder was? Ist doch Silber, ne? Schmutz. Oder wird das allgemein so angezeigt? Nö, würde schon sagen. Wirklich. Ach nee, das ist Bronze. Quatsch, was erzähle ich da? Platin. Mensch, bin ich bescheuert. Doch nicht Silber. Sieht aber so aus, ne? Aber wenn man das hier guckt. Silber haben wir bekommen. Platin. Ach, jetzt bin ich selber bescheuert, ey. Sympathisch. Ja, aber wie gesagt, das ist hier ja die einzige Fahrt, die man halt bekommt, ne? Für die 425. Damit ihr Bescheid wisst, ja, was so abgeht. Ne? Ja, ansonsten würde ich sagen, beende ich mal die Folge. Ach ja, ich wollte noch erwähnen, ihr könnt auch, wenn ihr Bock habt auf die 114, ihr könnt sie auch auf den anderen deutschen Strecken fahren, wie München-Augsburg, denn hier zum Beispiel München-Salzburg. Was rede ich da? Hamburg-Lübeck, dann könnte sie noch einsetzen. Dresden. Ich glaube auf Köln auch, ne? Originalerweiterung. Ja, also ihr könnt die auf diversen deutschen Strecken mit einsetzen. Das ist auf jeden Fall möglich. So, liebe Freunde, das soll es auch für mich gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch allen noch einen fantastischen Tag und wünsche euch viel Spaß bei Trains in World 5. Schreibt mir doch gerne deine Meinung in die Kommentare, was du ja davon hältst. Habt ihr euch die Deluxe-Version geholt und ihr könnt schon zocken oder sagt ihr, nee, ich warte lieber, scheiß auf den Flixtrain und die anderen Sachen, ja. Also, ne, würde mich mehr sehr interessieren und in diesem Sinne euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Euer Train um CTV. Tschüss. Also ich wollte ja gerade. Man sollte auch die Aufnahme beenden. Ciao.